Die Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald führte in Eberbach ihre alljährliche Hegeschau durch. Mit der Ausstellung der Trophäen wurde der behördlich angeordnete Erlegungsnachweis erbracht. Rotwild ist die größte heimische Wildart und lebt im Odenwald auf einem 46.000 Hektar großen Gebiet. Kommen wir zum Jagdjahr 2010-2011. Es waren 621 Stück Rotwild beantragt und freigegeben worden. Das war gegenüber dem Jagdjahr 2009-2010 eine Reduktion von 19 Stück. Und zur Strecke kamen 537 Stück. Das sind fast 40 Stück mehr wie in dem Jahr davor. Da Andreas Wiese den Vorsitz der Rotwildjäger abgab, erläuterte er zum letzten Mal die ausgestellten Trophäen. Als richtungsweisend für die Rotwildbejagung gilt das sogenannte Eberbacher Modell. Es wurde gemeinsam von Waldbesitzern und Jägern erarbeitet, erklärte Wieses Nachfolger Hans-Peter Schaufler. Und da bietet der Ansatz Eberbach oder Rotenberg Modell bietet zwei Hauptkomponenten, Biotopverbesserung, das heißt Schaffung eines lebenswerten oder besseren Lebensraums und eine Optimierung der Jagdstrategie, einen richtigen Ansatz.